Gegenwartbezogenes. Die Bibel sein Wort neues Leben schenken möchte. Ich bin zwar nicht besser wie die anderen Menschen, aber ich bin besser dran. Ich habe eine Perspektive. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Deswegen bleibt zu Hause sitzen. Macht's auf eurem Sofa bequem. Ich tue alles. Nein, das sagt Jesus nicht. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet alle Nationen zu meinen Nachfolgern. Dass ich weiß, dass das Wort Gottes, dass es was Lebendiges ist. Ich kann in trostlosen Situationen einfach durch ein Wort Mut machen, Mut und Hoffnung geben. Auch ein Gebäude, damit die Arbeit, die wir haben, dann gut vorangeht, auch in die Zukunft. Jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Das heißt, das Argument, ich bin nicht der Richtige, um im Einklang mit dem Heiligen Geist Wahrheit und Leben und Bestätigung und Freude und Frieden in andere Menschen reinzusprechen, stimmt nicht. Sondern jeder von uns hat diese Berufung in seinem Leben, da wo wir das erkennen, das auch auszusprechen. Es ist ein lebendiges Wort, das in meine Situation reinspricht. Gott und sein Wort ist spitze.